Ja, Sven Kreier, Doppeltorschütze von Viktoria Köln im Test gegen den TSV Steinbach. Wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, es haben ja jetzt erstmal die gespielt, die jetzt in den Punktspielen jetzt nicht zum Einsatz gekommen ist. Wir hatten halt noch den einen oder anderen U19-Spieler dabei. Ich glaube, dafür haben wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Die zweite hat man gesehen, dass als Steinbach dann nochmal gewechselt hat und frische Kräfte gebracht hat, bei den Temperaturen halt auch, ja, dass wir da einfach zu jugendlich Fußball gespielt haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen stand ja eh erstmal für uns im Vordergrund, dass die Jungs Spielpraxis sammeln. Und ich glaube, das war dann im Großen und Ganzen ein guter Test. Jetzt haben Sie das Spiel nach einer 2-1-Führung in der Schlussphase noch 2-3 verloren. Glauben Sie, dass Sie das irgendwie zurückwerfen wird, auch wenn es natürlich nur ein Testspiel gewesen ist? Nee, absolut nicht, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, haben ja auch ein paar U19-Spieler mitgespielt. Und dann die Jungs, die jetzt zurzeit hinten dran sind in den Punktspielen. Wichtig war, dass wir Spielpraxis sammeln und das Ergebnis war jetzt, glaube ich, mehr oder weniger zweitrangig. Klar, wenn du führst, willst du das Spiel auch gewinnen. Aber Steinbach hat dann ja, frische Wechsel getätigt und wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, haben wir da auch ein bisschen zu jugendlich dann Fußball gespielt und dementsprechend wurden wir dann halt auch eiskalt bestraft. Das Hauptaugenmerk dürfte natürlich auf der Liga und auch dem wichtigen Pokalspiel im Derby gegen die Fortuna liegen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie alles am Ende positiv für sich gestalten können? Ja, ich glaube, wir sind, was das angeht, alle sehr positiv gestimmt. Wir versuchen einfach Woche für Woche unseren Job zu machen und wenn wir unseren Job machen, dann kann uns der Rest mehr oder weniger egal sein. So, und ja, klar, liegt das Hauptaugenmerk, glaube ich, ganz klar auf dem Ligabetrieb. Aber ein Derby gegen Fortuna ist natürlich immer was Besonderes und ja, das dann noch zu Hause, ist ja klar, dass man da das Spiel auch auf jeden Fall gewinnen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.